im Grunde schon die Idee geschafft, was man machen könnte und welche Einflussräume man hat. Das alles war beim INF-Vertrag gar nicht mit berücksichtigt. Also insofern, warum riskiert man jetzt politisch als vertragsbrüchig dazustehen, obwohl man daraus irgendwie für mich noch nicht ganz ersichtlichen irgendwie militärischen Vorteil hat? Also jetzt am Beispiel der USA. Vielleicht wollen wir noch mal gucken, zwei, drei Fragen sammeln oder Anmerkungen. Zwei, drei. Ich frage auch jetzt nur ganz kurz und präzise. Wäre Deutschland in der Lage, jetzt gegebenenfalls zusammen mit Frankreich über dieses Satellitensystem SAR Lupe und mit dem Vertrag Offener Himmel auch in gewissem Maße zu verifizieren, selbstständig zu verifizieren, weil ja dieses Flugzeug damals in Südafrika verloren gegangen ist, was dafür ursprünglich vorgesehen war? Der Eigenabkommen der UNO. Warum ist es nicht möglich, die atombesitzenden Staaten, das klammere ich mal aus, aber alle anderen, einschließlich Deutschland, könnten doch sagen, wir haben kein Interesse daran. Eigentlich hat niemand Interesse daran, dass es Atomwaffen gibt. Militärs oder Regierungschefs finden immer einen Grund dazu. Aber grundsätzlich wäre das doch eine Möglichkeit, dass wenigstens die Staaten, die nicht, die haben nichts, sagen, bei uns nicht. Vielleicht direkt im Anschluss, also dass in Deutschland nochmal Mittelstreckenraketen stationiert werden, also das glaube ich nicht. Dass eine Bundesregierung dieses Zünglein dann der Waage da nochmal anzündet. Aber was ist mit Polen und den baltischen Staaten? Mir scheint, dass die da eher nachrufen. So. Wollen wir warum wird denn seit 2001 nicht mehr verifiziert? Wie ist denn das abgebrochen? Okay. Jetzt antworten. Jetzt kommt die Antwort. Also ich beginne gleich mit der letzten Frage, weil sie vielleicht die leichteste ist. Der Vertrag selber sah 13 Jahre vor, Verifikation und die Verschrottung und die Einebnung aller Stellungen etc. ist tatsächlich dann längst erledigt gewesen. Wir haben schon im Mai 1991, also in kürzester Zeit, waren alle INF-Waffen verschrottet und die Konversion der Einrichtung der Stellungsräume hat vielleicht noch ein paar Jährchen gedauert, auch in Deutschland. Da müssen ja auch so die Liegenschaften und erstmal zivilen Behörden oder dann überhaupt der Zivilgesellschaft übergeben und das ist alles erledigt. So. Man hat geglaubt, 2001, man bräuchte das nicht mehr. Und intern haben die Amerikaner gesagt, wenn wir die Russen tatsächlich brechen sollten, das kriegen wir auch ohnehin raus. Und zwar über ihre Geheimdienste bzw. die Satellitenbeobachtung. Dass Satellitenbeobachtung ein bisschen schwierig ist, damit komme ich auf die zweite Frage, die jetzt da reinpasst. Ist klar, denn ich kann von außen natürlich sagen, das ist die und die Rakete. Das kriege ich auch mit dem Mittel des Vertrags mit dem offenen Himmel oder mit SAR Lupe und anderen Mitteln aus. Aber was in der Rakete steckt und wie der Standarddesign der Rakete ist, das ist natürlich schwer aus der Luft festzustellen. Das wäre auch meine Kritik an den Quellen, die zumindest offen zugänglich sind, dass man glaubt, es sei dieselbe Rakete gewesen, die einmal auf eine weite Entfernung getestet worden ist und dann auf eine kurze vom mobilen Träger. Und das sei eine Enttäuschung gewesen. Also deswegen ist ja mein Ansatz, man muss erstmal technisch daran gehen, das Standarddesign festlegen, in technischen Protokollen überprüfen mit regelmäßigen Inspektionen. Und wenn man dann einen solchen Raketenverband hat und man weiß, was das für ein Ding ist, dann kann man in der Tat die Frage, wo sind die? Wie werden die stationiert? Gibt es mehr Stationierungen in Europa? Das kann man überprüfen. Und wenn wir ein stationierungsfreies Europa wollen, zwischen Atlantik und Ural, dann brauchen wir auch dieses Mittel, beide Mittel, der Satellitenüberwachung und des Vertrags über den offenen Himmel. Und das können wir selber. Dazu brauchen wir nicht die Amerikaner. Deswegen meine ich, an der Stelle muss man multilateralisieren. Gerade weil es wichtig ist, dass das Bündnis, wenn es eine schwerwiegende Folgeentscheidung trifft, mit breiter Stimme spricht und auch breite Zugänge zu Informationen hat. Und das Gleiche stimmt, wenn es jemals eine Stationierungsdebatte geben sollte, wie will man denn bitte
in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass die Bundesregierung das macht, das ist ziemlich klar. Aber nehmen wir mal an, in anderen Staaten in Europa, wie will man denn die Bevölkerung überzeugen, wenn man die Informationen geheim hält und sagt, naja, haben die Geheimdienste gesagt. Da würde ich sogar als ehemaliger Profi sagen, naja, also, ich habe von Geheimdiensten schon so manches gehört. Ich erinnere mal an den Irak-Fall oder so. Ja. Es gibt viele andere. Wir haben zurzeit zum Beispiel wieder einen Fall, wo die Amerikaner sagen, wir haben ganz klare Informationen, dass die Iraner uns angreifen oder deren schiitische Milizen so angreifen wollen. Und der stellvertretende Kommandeur, ein Brite, ebenfalls im Irak, der gleichen Koalition, sagt, uns liegen keine Erkenntnisse vor. Da frage ich mich dann natürlich schon, also nicht, dass ich jetzt das irgendwie missachten will, was Geheimdienste sagen, das ist ganz wichtig, natürlich. Und trotzdem weiß ich aber auch aus der eigenen beruflichen Erfahrung und aus dem, was man eben erlebt hat, vor allem 2003, dass Geheimdienstberichte politisch auch gefärbt werden können. Dass Details, zum Beispiel auch die Gewichtung von Informationen, natürlich wird alles gemeldet, aber ob eine Information glaubwürdig ist oder weniger glaubwürdig ist, hat ja dann auch noch Gewichtung. Und wenn man das politisch will, wird man die Gewichtung weglassen und sagen, wie 2003 geschehen, naja, selbst unsere Verbündete haben das ja gesagt, dass die Iraker da heimlich biologische Waffen in Containern herstellen oder so. Ja. Ich erinnere an den PowerPoint-Vortrag von dem damaligen Außenminister Colin Powell, der das in gutem Glauben an seinen eigenen Geheimdienst ja auch gesagt hat, aber hinterher sich dafür entschuldigt hat, man muss mal seine Memoiren lesen, und gesagt, das war der Tiefpunkt meines Lebens. Und daher kommt nicht meine grundsätzliche Abneigung, Geheimdienste muss es geben und die müssen wirken und viele wichtige Informationen kommen zu den Geheimdiensten. Aber es ist nicht sakrosankt, das, was die sagen, ist nicht die Bibel. Und ich weiß ja, dass es oftmals gar nicht deren Schuld ist, sondern dass es die politische Ebene ist, die das dann färbt, um einen gewissen Zweck zu erreichen. Übrigens zum OH-Flugzeug, offener Himmel heißt OH. Wir haben wieder eins. Es wird demnächst in Dienst gestellt, nächsten Monat. Seit 97 hatten wir keins. Wir mussten immer uns das teilen mit anderen Staaten, mit denen wir gut kooperieren. Jetzt wird es wieder eins geben. So, das war diese Frage. Sorry, die wurde länger. Jetzt zur Frage, die ist berechtigt. Warum muss es überhaupt bodengestützte Großmissiles geben, wenn man diese Dinge heute auch mit See- oder Luftgestützen machen kann? Ich habe ja versucht, das zu erörtern in der Folie, wo ich gezeigt habe, was wäre denn der Mehrwert. Er ist nicht so ganz überzeugend. Und ich kann ja gerne mal auf die Folie ich kann auf die Folie mal zurückgehen. Also der Mehrwert, Reaktionsfähigkeit oder Tarnung ist nicht ganz überzeugend, Einsatz aus geschützten Räumen auch nicht. Herstellungskosten vielleicht, ja, das sind billigere Waffen. Die würden in Massen verfügbar sein, wenn man es will. Dafür sehe ich nur keinen Indiz. Und aus all diesen Gründen glaube ich nicht, dass eine Stationierungsdebatte im Moment sehr sinnvoll ist. Ich weiß allerdings doch, dass es in den USA durchaus Kräfte gibt, die an eine landgestützte, nicht nur eine, mehrere landgestützte Varianten denken. Das ist eine Heeresvariante, die nennt sich Attacker, die dann verlängert wird. Es sind andere Varianten, die eher aus den seegestützten Waffen heraus entwickelt werden. Wenn man das tut, und dafür gibt es Mittel im Kongress, die bewilligt werden von der republikanischen Mehrheit, dann muss man von vornherein aber wissen, wo man sie stationiert. Das heißt, man müsste mit den Verbündeten mal reden, und zwar nicht nur in Europa, auch in Asien. Und ich kann mir die japanische Diskussion vorstellen. Wie begeistert die Japaner sein werden, die sich immer gegen die sich in Okinawa schon gegen konventionelle Stationierung gewehrt haben und die immer nukleare Stationierung abgelehnt haben. Nuklearwaffen sind dort ein Tabu, allerdings haben die Japaner ein gespaltenes Hirn, die politische Führung. Einerseits wollen sie die Nuklearwaffen abschaffen und es ist für sie ein Tabu. Andererseits verlassen sie sich auf die erweiterte Abschreckung der USA. Und zwar auch die Nukleare. Das ist ein Dilemma, in dem die japanische Politik seinen Namen steht. Hier in Europa haben wir, glaube ich, da stärkere Möglichkeiten. Die Japaner stehen relativ alleine. Wir haben ja keine Verbündeten, außer den USA. Wir könnten deutlich machen, dass es viele andere Optionen gibt und es keinen Sinn macht und keinen Grund gibt,
jetzt über Stationierung nachzudenken. Aber, und hier kommt die nächste Frage, Sie haben völlig recht, es gibt andere Staaten in Europa, die das anders sehen. Und zwar unsere Verbündeten, vor allen Dingen die sogenannten Frontstaaten der NATO, Polen, baltische Staaten, vielleicht Rumänien, die auch, glaube ich, nie durch diesen Prozess, durch diesen Denkprozess gegangen sind, durch diesen schmerzhaften Prozess, was ist der Sinn und die Logik der Strategie, was steckt hinter Nordirland. Da sind sie nie durchgegangen. Sie waren nie Teil, auch im Marshall-Pakt. Das war alles in Moskau entschieden worden. Diese Diskussion kennen sie nicht, die müssen sie erstmal führen. Sie glauben im Moment ziemlich naiv, dass die Präsenz von Nuklearwaffen die amerikanische Garantie darstellt. Und wenn wir jetzt sagen würden, jetzt kommen wir auf Büchel, brauchen wir nicht, dann würden die Polen sagen, herzlich willkommen, bei uns sind sie willkommen. Und in den baltischen Staaten, weil die zum vorne liegen militärisch, aber das ist eine andere Sache. Dieser Glaube an die Nukleargarantie, wenn Waffen vor Ort sind, ist leider seit 30 Jahren weit verbreitet, in Deutschland mehr oder minder zurückgegangen oder fast geschwunden, aber bei den neuen Verbündeten ist das immer noch da. Und da kommt ein Gesichtspunkt zum Tragen, der in die nächste Frage reinspielt, die Frage nach dem nuklearen Bann. Wir sind in der NATO. Wir sind nicht ganz habe nichts. Wir sind nuklearfähig in solche nicht wegen Hügel. Von der Technologie her hat man in dem Vertrag über das Verbot von nuklearen Tests 70 Staaten erwähnt, die Fähigkeit hätten, die nukleare Schwelle zu überschreiten. Da steht auch Deutschland drin, da steht natürlich andere. Japan und viele andere, Korea und so weiter. Selbst die Schweiz, Schweden, alle, also die Technologiestaaten mit einer entwickelten zivilen Nuklearenergie. Insofern ist es, glaube ich, wichtig hier zu unterscheiden zwischen den Staaten, die aus ihrem Habe-Nichts-Dasein leicht unterschreiben können oder die aus Überzeugung, weil sie nicht paktgebunden oder nicht vertragsgebunden sind, auch leicht unterschreiben können. Und das ist innerhalb der EU, zum Beispiel Irland, Österreich hat es überhaupt angeleitet, Stadt, Italien nicht. Nee. Italien auf keinen Fall, Italien ist Stationierungsland. Und dann haben wir andere Länder, die sagen, wir brauchen diese Nukleargarantie, wir brauchten früher zumindest die Nukleargarantie der Amerikaner und dazu dienen diese Waffen auf europäischem Boden. Und es gibt im Rahmen der nuklearen Teilhabe noch einen Schritt weiter, dass man nämlich sagt, unsere Piloten könnten dann, wenn der amerikanische Präsident nukleare Waffen freigibt, sogar die Nuklearwaffen ins Ziel fliegen. Das ist die Rolle von Bügel, ganz deutlich. Das ist die Rolle von Bügel. Nun, ist aber dahinter steht aber nicht der Glaube daran, dass es großen Sinn macht, militärisch jedenfalls jetzt irgendeine Nuklearwaffe irgendwo abzuladen. Denn da muss man sich die Frage stellen, wo? Und das ist die Frage, die ich auch nächste Woche in Riga stellen werde, wenn ich wieder mal und die ich oft in Polen weiter gestellt habe. Wenn die Gleichung, die seit Kuba gilt, richtig ist, dass Amerikaner und Russen sich nicht gegenseitig mit strategischen Waffen angreifen, wobei der Begriff strategisch bezieht sich auf das Ziel und nicht auf die Reichweite, dann wird man auch nicht mit einer Kurzstreckenwaffe das russische Territorium angreifen. Und dann muss man sich die Frage stellen, wo kommt dann die Waffe zur Explosion? Auf dem Gefechtsfeld. Und im Moment können sich ja die Balten ausrechnen, jedenfalls nach den Bedrohungsperzeptionen, die sie selber haben, wo das Gefechtsfeld wäre. Und dann frage ich dann immer, wie viele Tschernobyls könnt ihr eigentlich so als Kleinstaat Estland, Litauen vertragen? Was schon die Sowjetunion zum Umdenken bewegt hat. Also, das ist schon eine ganz schwierige Sache. Nur, jetzt kommt das Dilemma. Deutschland ist ein Kernstaat der NATO in Europa. Es ist eine militärische Drehscheibe für die Amerikaner. Es ist ein Rückhalt für osteuropäische Verbündete. Wir haben uns bereit erklärt, das litauische Kontingent zu führen. Wir sind teilweise in der Führung der NATO Response Force, also dieser schnellen Eingreifskräfte der NATO. Da wird ja auch im Rotationsverfahren über die Führung festgelegt, also auch was die Speerspitze betrifft. Und wir haben... Das ist historisch so gewachsen. Wir waren ja schon mal weiter in Deutschland. Wir haben eben diese verbleibenden Nuklearwaffen auf deutschem Boden.
Wir haben sie aber nicht, weil wir daran glauben, dass das wichtig ist und dass wir sie brauchen. Sondern wir behalten sie im Moment, um in der Zeit der Krise, wo die Polen und Balten und andere sagen, um Gottes Willen, wir brauchen diese Nukleargarantie und die manifestiert sich in der Präsenz dieser Waffen, um das in der NATO nicht zu zerstören, weil wir ja auch ein rational, ein politisches Rational haben, am Bündnis festzuhalten. Wir können ja nicht das Bündnis zerstören. Wenn wir das jetzt täten, gerade in der Krise, und sagen würden, verschwindet mit diesen Waffen, dann haben wir ein Spaltungsproblem in der NATO, dann werden wir die Illoyalen sein, dann werden andere Staaten sagen, okay, dann kommt zu uns, dann machen wir es hier, und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht, dass diese Nuklearwaffen dann doch entgegen den Vereinbarungen der NATO Russland Grundakte nach Osten geschoben werden. Das heißt, es ist auch ein Stück Stabilität, dass wir sagen, dann lieber bei uns, als dass sie da nach Osten geschoben werden. Konzeptionell aus meiner Sicht, wenn der amerikanische Präsident wirklich zu dem Schluss kommt, er müsste eine Bombe auf russisches Territorium werfen, dann braucht er dafür keinen deutschen Piloten, der das für ihn macht. Das macht auch gar keinen Sinn. Dann macht er das mit anderen Waffen, weil er das so entschieden hat. Derzeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gegenwärtige amerikanische Präsident überhaupt eine Entscheidung zugunsten Europas trifft, allerdings sehr niedrig geworden. Auch das muss man gelegentlich mal erwähnen. Habe ich eine Frage ausgelassen? Aber es gibt schon wieder neue Meldungen. Okay. Ich hätte gleich noch eine Ergänzung. Wenn die Polen und die baltischen Staaten solche Waffen haben wollen auf ihrem Gelände, dann übersehen Sie doch auch die Diskussion, die in den 80er Jahren hier geführt worden ist. Wenn es zu irgendeinem technischen Defekt oder irgendetwas kommt, gibt es keine Vorwarnzeit mehr, die zu einer ernsthaften Abwehr führen könnte. Also Putin hat von fünffacher Machtgeschwindigkeit gesprochen, die jetzt neue Raketen nennen und sowas, aussichtslos irgendetwas abzuwehren. Also das alles muss er ja mitbedenken. Es gibt ja zwischen Filme über die 80er Jahre, da stammt ich mir jetzt noch die nackten Haare, dass da irgendein russischer Major den Befehl verweigert hat und damit irgendwas gerettet hat, dass sie im Austausch irgendwas haben. Also das alles haben wir damals ja als Friedensbewegung schon vermutet, dass das möglich ist, und nach den Berichten scheint sich das ja zu tatsächlich realisiert zu haben. Und diese Debatte, die höre ich gar nicht. Nein, die können Sie nicht hören. Entschuldigung, die wollen mehrere Fragen sagen. Ja, ich glaube, besser ist, glaube ich, wir sagen. Das tut dazu. Wir sind im letzten Jahr in Lettland gewesen. Da kann man ja die ehemaligen sowjetischen Raketenstationierungsbunker besichtigen. Und das ist in der Tat erschreckend genug. Wenn man 50 Kilometer weiterfährt, dann ist Schluss mit besichtigen, dann ist Hochsicherheitstrakt, und was da dann jetzt steht, macht das, was vorher da gestanden hat, zu Spielzeug. Also das ist so ein bisschen so in die Richtung, ne? Aber meine Frage geht ein bisschen weiter. Also wir haben vorhin ganz zu Anfang vom Haus Europa gesprochen. So. Jetzt haben Sie gesagt, dargestellt, die Voraussetzungen politischen, die haben sich verändert. Es gibt mehrere Staaten, Zerfall ist heute und so weiter. Man hat doch all das gewusst. Herr Putin ist im Deutschen Bundestag gewesen und hat gesagt, lass uns das Haus Europa zusammenbauen. Warum geht dann eine NATO, warum gehen dann, ich spreche jetzt wahrscheinlich falsch, aber aus meiner Sicht, warum gehen dann Militärs und sagen, jetzt rücken wir euch mal richtig auf die Bude und umzingeln euch jetzt auch noch aus russischer Sicht von Westseite, sprich, also wir machen die Ostsee zu und schicken euch alles an Staaten vors Haus, was eben bereit ist, in der NATO zu sein. Ich glaube gar nicht, dass die so unbedingt da rein wollten. So, zwei Wortmeldungen okay. Noch einmal. Welche Rolle kann die OSZE in dieser Situation spielen? Macht vor. Stimmt die Geschichte, also zuerst ist die NATO entstanden, dann wollte die Sowjetunion in die NATO, wurde abgelehnt, dann ist der Warschauer Pakt entstanden, dann ist der Warschauer Pakt aufgelöst worden, dann wollte Russland unter Jelzin in die NATO, ist abgelehnt worden. Und also praktisch ist die NATO dann unabhängig davon, ob der Sozialismus oder der Kapitalismus da ist, nicht unbedingt irgendwie Russland eingreifen. Und die Frage interessiert mich auch,
Schröder hat zugegeben, dass die SPD-Grüne Bundesregierung damals alles gebrochen hat, was man brechen konnte. Das Grundgesetz und das Völkerrecht und Jugoslawien mit Uran angereicherter Munition bombardiert hat. Und gibt es dafür irgendwie keine juristische Verantwortung? Also warum werden Sie nicht angeklagt als Staatsterroristen? Schröder und Fischer. Wir sitzen heute Nacht noch hier. Ja. Aber ich habe auch zwei sehr praktische Fragen, nämlich einmal tatsächlich zu Büchel, obwohl der Bundestag beschlossen hat, wir wollen, dass die Waffen aus Büchel wegkommen. Sollen die jetzt modernisiert werden, und zwar lenkbare Atom, und das wären ja Air-Launched-Systeme. Und dazu werden wieder neue, stärkere Bomber gebraucht. Also da hängt eine Menge an Geld hinter, das finde ich spannend. Was in den letzten Monaten auch verstärkt rauskommt, alte Pläne zum Einsatz taktischer nuklearer Munition. Das ist wahrscheinlich für Sie gar nicht so im Mittelpunkt gewesen, aber wir hatten hier in Sisbeck hatten wir nukleare Artilleriemunition und nukleare Gefechtsköpfe für Ernest John. Und es ist jetzt eine Studie rausgekommen, da gab es jede Menge Ziele im Gebiet der DDR, das war klar, im Falle eines Konfliktes werden die mit sogenannten kleinen taktischen Atomwaffen belegt. Also das wäre nochmal spannend, ob Sie dazu was sagen können, ob sich das verändert hat und was es bedeutet, wenn die Waffen in Büchel lenkbar werden oder begrenzt lenkbar sind. Es sind viele Fragen schon. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mal ein paar beantworten muss. Ja. Also zunächst mal, ich fange mal mit der Abwehr der Abwehrmöglichkeiten von bodengestützten Marschflugkörpern und bodengestützten ballistischen Raketen an. Das ist nicht ganz neu, dass diese Waffen schwer abzuwehren sind, wussten wir schon seit langem. Für die Möglichkeiten einer Raketenabwehr hat man sich schon 1972 entschieden, im Verhältnis